Hallo Tischtennisfreunde und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Videoreihe Spielanalysen. Mein Name ist Markus Grote und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr sehen könnt, werde ich diesmal das Spiel gegen Richard Brause analysieren. Ihr kennt bestimmt das Video, was ich dazu hochgeladen habe. Ich kann ja wegen Corona keine weiteren Meisterschaftsspiele jetzt erstmal dieses Jahr bestreiten. Also werde ich jetzt die alten Spiele analysieren. Man denke, dass ein Meisterschaftsspiel auch etwas interessanter ist als ein Trainingsspiel. Ja, Richard Brause kennt ihr bestimmt alle. Er war sogar mal im Mai 1995 die Nummer 58 der Welt, mehrfacher Nationalspieler. Hat letzte Saison in der Vorrunde noch eine 10:5 Bilanz Oberliga oben gespielt. Also ein sehr schwieriger Gegner für mich. Trotzdem habe ich mir eine kleine Chance ausgerechnet, weil ich in der Hinrunde überraschend nach 0:2 Rückstand noch 3:2 gewinnen konnte. Ja, das waren jetzt die wichtigsten Infos vorab. Jetzt viel Spaß mit der Spielanalyse. Der erste Satz startet mit einem Aufschlag von Richard und das macht er sehr gut. Mein Rückschlag einfach passiv in Tischmitte. Er muss sich kaum bewegen, kann aus dem Stand heraus schön vorn Topspin spielen. Die ganze Rückhand ist bei mir offen und da weiß ich, bei meinem zweiten Rückschlag muss ich ein bisschen mehr Risiko eingehen, besser platzieren. Das gelingt mir hier auch. Hier könnt ihr sehen, ich spiele ihn relativ weit in die Rückhand. Er muss sich jetzt bewegen, trifft den Ball dann zu spät, geht auch sehr viel Risiko ein und schaffe es, den zweiten Punkt zu machen. Und hier könnt ihr auch direkt eine wichtige Taktik sehen, wenn ich Aufschlag habe. Ich versuche danach selber zum Topspin zu kommen, auch wenn ich jetzt hier erstmal nur einen Hebeball spiele, was auch keine gute Idee war, den zieht er direkt gut an. Ja, und ich kann den Ball nur mit wenig Qualität in Tischmitte spielen und habe Glück, dass er dann auch den Fehler macht. Ja, also da sollte ich in Zukunft im Verlauf des Satzes aktiver den Topspin spielen. Ja, jetzt könnt ihr sehen, diesmal spiele ich den Rückschlag lang über Vorhand, aber das ist für einen so starken Spieler kein Problem. Und wieder eine sehr gute Taktik vom Richard. Er legt kurz und wenn ich den Ball dann nur reinspiele, dann zieht er durch. Daher weiß ich, ich muss selber ein bisschen aktiver sein, kann den Ball nicht nur reinlegen und entscheide mich hier auch mal seinen Aufschlag anzuziehen mit viel Spin und mache auch so den direkten Punkt. Also ein wichtiges taktisches Mittel von mir, beim Rückschlag nicht zu passiv zu sein. Und hier könnt ihr sehen, ich mache einen halblangen Aufschlag und mache einen direkten Punkt. Und das zweimal hintereinander, also das ist auch ein sehr wichtiges Mittel von mir, mit meinem Aufschlag einen direkten Punkt zu machen. Ja, hier halte ich den Ball wieder einfach nur in die Vorhand rein und das ist zu wenig. Ja. Also dann lieber aktiv in die Rückhand spielen oder anziehen. Aber wenn ich den so halb hoch in die Vorhand lege, dann zieht er sehr gut parallel. Und das macht er auch gut, diese Stoppbälle, die ich entweder gar nicht bekomme oder nur hoch. Und dann zieht er den nächsten fest in die Ecke. Insofern mein zweiter Rückschlag besser. Den spiele ich dann über die Rückhand. Ja, aber auch hier macht er das immer sehr gut mit dem Wechsel von Stoppbällen und Topspin. Schauen wir uns nochmal meinen Rückschlag an. Ja, einen flachen Ball in die Rückhand, er trifft den Ball nur sehr spät und zieht einen langsamen Topspin, hat sogar Glück, dass er am Netz hängen bleibt, aber ich bekomme ihn und jetzt diesen Ball spiele ich umplatziert, sodass er feste spielen kann und dann entscheide ich mich aktiv zu sein, vorne am Tisch mal einen zu blocken, um ihn aus dem Rhythmus zu bringen, wechsle dann in die Abwehr und mache dann auch den Punkt nach diesem langen Ballwechsel. Ja, weiß aber, ich muss aktiver sein und genau das mache ich jetzt bei meinem nächsten Aufschlag. Den will ich eigentlich ziehen, bin aber zu spät am Ball und spekuliere dann, dass er mir in die Vorhand zieht und sehe dann, dass seine ganze Vorhand frei ist und spiele dann da den Gegentopspin. Ja, im nächsten Ballwechsel halte ich den Ball wieder einfach nur rein, schaffe es aber diesmal, den kurzen Ball nicht einfach nur hoch in Tischmitte zu spielen, sondern lang über Vorhand, sodass er sich bewegen muss und dann schlicht zum Ball steht.
Und hier ist es taktisch gesehen richtig gewesen. Ich sollte aktiv sein, auch mal einen langen Aufschlag anziehen. Auch wenn ich hier einen Fehler mache, entscheide mich dann beim zweiten Aufschlag. Aber wieder für die sichere Variante, Rückschlag über Rückhand. Und das kennen wir. Sobald er einen Stoppball macht, ich mit der Rückhand nur reinhalte, zieht er feste in die Rückhand. Und trotz meiner 4-Punkte-Führung weiß ich, den Satz habe ich noch nicht gewonnen. Ich muss weiter konsequent durchspielen. Und wie ihr hier sehen könnt, wenn ich den Ball nur reinhalte, dann sucht er sich einen Ball aus und macht dann den Punkt. Insofern spiele ich einen kurzen Aufschlag, ja, damit er dann nicht direkt in den Topspin kommt. Und einen langen, aggressiven Rückschlag in die Rückhand hinterher. Mach so dann 2 wichtige Punkte und kann mir dann den ersten Satz sichern. Ja, mir ist aber bewusst, ich kann den Ball nicht einfach nur reinhalten und passiv spielen. Ich muss auch weiter aktiv spielen und starte dann auch mit einem guten Vorhand-Topspin in den Satz. Mache auch den ersten Punkt und spiele jetzt hier auch einen aggressiven Schupfball in die Rückhand, sodass er sich wieder bewegen muss. Und ja, er will ihn mit der Vorhand spielen, kommt zu spät an den Ball und insofern starte ich ganz gut in den Satz. Auch wenn natürlich dieser Rückschlag von mir viel zu hoch ist mit der Rückhand. Ja, da hat er ganz viel Zeit, trifft den Ball gut und zieht dann fest in meiner Rückhand. Ja, und das kennt ihr ja noch aus dem ersten Satz. Ein sehr wichtiges taktisches Mittel von mir ist, lange Aufschläge meine Vorhand mit Spin anzuziehen. Ja, und diesmal auch nicht in Tischmitte, sondern über die Vorhand, sodass er dann schlecht zum Ball steht und den Fehler macht. Ja, und auch diese Taktik kennt ihr von mir. Wenn Richard zum Ball steht und Zeit hat, spielt er sehr gut. Ja, da versuche ich das Spiel schnell zu machen, drehe. Und da ist er dann überrascht und macht dann auch den Fehler. Ja, und hier könnt ihr sehen, ich bin wieder zu passiv. Ja, ich halte den Ball nur mit der Noppe rein, hoch in Tischmitte. Und da hat er dann Zeit, kann sich mit der Vorhand hinstellen und fester auf Punkt ziehen. Also muss ich weiter aktiv sein, spiele jetzt den Rückschlag mit Qualität über Vorhand. Ja. Kommt da ein langer Ballwechsel, zum Schluss aber spiele ich ihm einfach nur in die Vorhand und das nutzt er dann zum Punkt. Gewinn durch einen festen Topspin. Ja, hier könnt ihr sehen, der Abwehrball ist gut, der Stoppball aber auch. Ich bin zu spät. Ja. Und diesen Ball, der ist etwas zu hoch in die Vorhand. Und den zieht er dann auch gut auf Punkt. Und das ist natürlich bitter. Meine Führung ist jetzt zunichte gemacht worden. Ja, der Rückschlag ist natürlich auch wieder schlecht. Hoch in die Rückhand. Habe ich am Anfang auch schon falsch gemacht. Ja. Aber dafür dann ist mal ein kurzer Aufschlag von mir und ein direkter Punktgewinn dadurch. Also dass ich einfach mal ein bisschen variiere meine Aufschläge und dann direkt mein bester Aufschlag halblang über Vorhand. Ein zweiter direkter Punkt mit meinem Aufschlag. Natürlich ganz wichtig jetzt beim Stand von 4:4. Und dann kann ich sogar eine 3-Punkte-Führung erzielen. Ich riskiere es beim Rückschlag, fest in die Vorhand zu spielen. Einen flachen Ball und provoziere so den Fehler von ihm. Ja, bei meinem zweiten Rückschlag riskiere ich dann auch schön lang in die Ecke, ein bisschen über den Tisch, aber ist es richtig, den Ball nicht nur reinzuhalten, sondern auch Risiko einzugehen. Genau wie hier, er spielt mir über Rückhand und ich mache einen aggressiven Ball lang in die Vorhand. Er kommt zu spät zum Ball und macht den Fehler. Ja. Und hier spiele ich schön lang über Vorhand, sodass er den Ball nur reinhalten kann und dann zu spät ist. Ja, also hier könnt ihr sehen, er rechnet mit dem Ball in die Rückhand und kann den Ball dann nur reinhalten. Der letzte Ball etwas passiv von mir, aber da habe ich dann Glück, dass er den Fehler macht. Und das kennt ihr auch wieder. Ich greife seinen Aufschlag an und habe jetzt 5 Satzbälle. Kann auch direkt den ersten nutzen. Ja, der Rückschlag von mir ist gar nicht gut. Ich spiele den Ball diesmal nur rein, aber habe dann Glück, dass Richard den Fehler macht und kann mit 2:0 in Führung gehen. Ja, und das ist natürlich ein sehr guter Start von mir in den dritten Satz. Ich kann direkt einen langen Aufschlag in meine Vorhand feste auf Punkt ziehen. Ja,
und habe dann auch noch Glück direkt zu Beginn. Hier bin ich zu spät am Ball. Ja, schaffe es zwar noch, den Ball in seine Rückhand zu platzieren, sodass er sich bewegen muss, aber normalerweise lässt Richard so eine Chance nicht liegen. Ja, und die nächste Chance lässt er auch nicht liegen. Ich ziehe sehr gut mit Spin allerdings genau dahin, wo er steht, sodass er einen starken Gegentopspin ziehen kann. Ja. Und schaffe dann aber eine 2-Punkte-Führung. Ja, stech den Ball ab. Und hab dann Glück, dass Richard einen relativ einfachen Topspin-Fehler macht. Hier könnt ihr sehen, ich traue mich, den Aufschlag nicht so wirklich anzuziehen und werde dann in die Defensive gedrängt, aber schaffe es dann, einen festen Ball über Rückhand zu spielen und den Punkt zu machen. Ja, und das mache ich eigentlich ziemlich gut. Ich greife den Aufschlag schön mit Spin an, parallelen Topspin. Er spielt den Ball nur rein und da gehe ich dann etwas zu viel Risiko ein. Es ist richtig, dass ich aktiv spiele und mich traue, Rückhand Topspin zu spielen. Allerdings hätte es da gereicht, auf den Tisch zu spielen, genau wie bei meinem Vorhand Topspin danach. Insofern zwei relativ leichte Fehler, gefolgt von dem dritten. Ja, und jetzt ist taktisch natürlich wichtig, nachdem ich 4-1 geführt habe und ich drei Fehler in Folge gemacht habe, dass ich den nächsten Punkt mache. Und da könnt ihr es sehen. Leichter Rückschlagfehler von mir. Ich will natürlich einen aggressiven Schuffball spielen, aber verschätze mich da komplett, dass der Aufschlag leer ist. Zum Glück mache ich es dann beim nächsten Aufschlag besser und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, nachdem er 4 Punkte in Folge gemacht hat, dass ich hier wieder ausgleichen kann. Ja, und habe hier jetzt Glück. Ja, der Aufschlag, ich mache bewusst halblang, weil er viele Fehler darauf macht, allerdings gerät mir dann mein Abstechen am Tisch viel zu hoch und da habe ich dann wirklich Glück, dass er den Ball nicht trifft. Hier mache ich das besser, schöner Abwehrball, auch wenn der zweite dann höher geht, ja, ist der glaube ich nicht einfach zu nehmen für Richard. Hier der erste ist schön flach von mir, den zweiten spielt er dann gut über Tischmitte. Ich treffe den Ball zu tief, sodass er hoch geht, aber trotzdem ist der nicht einfach zu nehmen. Und insofern auch ein wichtiger Punkt für mich. Ja, jetzt beim Stand von 7-6 spielt er sehr gut den Topspin über Ellenbogen und hat dann Glück beim Stoppball. Jetzt nur noch 7-7 und hier könnt ihr einen sehr, sehr guten Punkt sehen. Ja, langer Ballwechsel mit dem besseren Ende für mich. Und diesmal mache ich einen kurzen Aufschlag. Er spielt einen super Flip. Ja, ich entscheide mich dann vorne am Tisch zu bleiben und aktiv zu blocken. Wechsel dann aber doch in die Abwehr. Ja, das ist ja meine Stärke. Und es wird auch belohnt. Aus der Abwehr heraus mache ich dann den Punkt. Und mache hier einfach mal einen kurzen Aufschlag. Den habe ich selten gemacht im Spiel. Mal als Überraschung mit Unterschnitt. Und mache auch so dann direkt den Punkt. Ja, mein Rückschlag dann ist gut gedacht, aber schlecht gemacht. Ich will wieder aktiv sein, aber der Vorhand Topspin gelingt mir gar nicht. Und auch mein zweiter Rückschlag ist nicht gut, hoch in Vorhand, aber dann eine gute Reaktion von mir. Ich spekuliere, dass er fest in Rückhand zieht, ja, und reagiere dann noch gut, bekomme den Ball. Er ist etwas überrascht und ja, ich kann mir eine 2-Punkte-Führung und 2 Matchbälle sichern. Ja. Und hier eigentlich gut gemacht von mir. Ich drehe den Schläger, spiele einen guten Rückhandblock, allerdings viel zu unplatziert. Ich hatte gehofft, dass es der Überraschungseffekt überwiegt. Ja. Aber er reagiert dann super und spielt dann den Vorhand-Topspin parallel und wehrt somit den ersten Matchball souverän ab. Aber den zweiten kann ich dann nutzen, denn diesmal spiele ich seinen Rückschlag nicht einfach passiv mit der Noppe zurück, sondern umlaufe, ziehe einen Topspin mit Spin und der ist schwierig gegenzuziehen. Insofern kann ich das Spiel 3-0 gewinnen. Ja, und ich hoffe, ihr konntet jetzt ein bisschen nachvollziehen, warum ich wie gespielt habe. Ich würde mich über einen Kommentar freuen, gerne auch über einen Daumen oben und ein Abo und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao!